Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von SVE-Ticker.tv. Wir sind hier in der Red Bull Arena in Leipzig und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Material, das wir für euch zusammengestellt haben. Heute Spiel gegen Red Bull Leipzig, Tabellenzweiter. War die Mannschaft, war Red Bull Leipzig zu stark oder war da mehr drin? Ja gut, sind mal zwei unterschiedliche Dinge. Das erste, wir wollten so spielen. Ne? Wir wollten relativ tief stehen und das Pressing aus dem Weg gehen mit langen Bällen, gute Konter setzen. Ich denke mal, erste Halbzeit war ganz okay, 25 Minuten, keine Torchance. Dann bringen wir uns wieder selber in Bedrängnis mit dem Elfmeter, kriegen es 1-0, dann wird es natürlich schwer. Haben die mehr Selbstvertrauen, aber es war auf jeden Fall mehr drin. Und die andere Tor war auch eine Standardsituation. Die haben uns jetzt nicht auseinandergeschraubt oder an die Wand gespielt. Ne? Natürlich ist das unsere Region im Moment von der Tabelle, aber vielleicht ein Tick mehr Werke drin. Mehr Konzentration und mehr Disziplin, dann können wir vielleicht auch mal beim Auswärts beim guten Tabellenaspiranten punkten. Woran liegt es, dass letzte Woche gut gespielt, 1-0 gewonnen, zu Hause, jetzt auswärts schon wieder torlos geblieben? Ist da ein Trend zur Auswärtsschwäche zu erkennen? Ja gut, mit letzter Woche und dieser Woche kann man das Spiel überhaupt nicht vergleichen. Wir spielen auswärts bei einer guten Mannschaft, die oben stehen, die gute Qualität hat, gutes Pressing-Spiel und dann muss man ein bisschen vorsichtig spielen. Wir haben zu Hause gespielt gegen Wacker, ne? Die mussten wir schlagen, da war Platz unterirdisch, war ein reines Kampfspiel. Wir wissen, was wir können, wenn wir an uns glauben und auch Fußball spielen und das wird man jetzt die nächsten Spiele auch umsetzen müssen und werden. Chris Wolf, schön, dass du wieder in der Startformation bei uns zugange warst. Leider ist das heute nicht so ganz aufgegangen. Ein paar Worte zum Spiel von dir? Ja, ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. In der ersten Halbzeit defensiv gut dagegen gehalten, außer einer Aktion, die dann zum blöden Elfmeter führt. Und ich denke, hier wäre auch mehr drin gewesen, aber leider hat es nicht gereicht. Okay, ein Wort hier zur Kulisse. Es waren über 18.000 Leute hier. Spornt dich das als Spieler auch an? Ja, absolut. Super Stadion. Fans haben Rabatz gemacht, 18.000. Dafür arbeitet man die Woche über, dass man dann das Woche für Woche haben kann. Okay, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Hallo Sebastian, heute 2-0 Niederlage gegen RB Leipzig. Hinten gut gestanden, zwei Standardtore gekriegt. Ein paar Kommentare von dir. Ja, letztendlich waren wir nicht gut gestanden, ja, sonst wäre es 0-0 ausgegangen. Ist halt ärgerlich, wieder durch Standardtore das Spiel zu verlieren. Ich denke, aus dem Spiel heraus haben wir schon ganz gut gestanden. Sind schwer durchgekommen. Umso ärgerlicher ist es halt dann wieder durch so dumme Tore eben in Rückstand zu geraten bzw. zu verlieren. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nach vorne schauen und nächste Woche war halt wieder ein wichtiges Spiel daheim. Wir haben es von oben schlecht gesehen, die Szene, die zum Elfmeter geführt hat. War es faul, ja oder nein? Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich muss auch nochmal in der Wiederholung anschauen. So in der normalen Geschwindigkeit. Ja, ich war mir nicht sicher. Also ich habe natürlich gehofft, dass er nicht pfeift, aber hat er auf den Punkt gezeigt und ich muss mir das dann nach dem Spiel nochmal in Ruhe anschauen. Okay. Noch, ich weiß, es ist früh, aber Ausblick auf nächste Woche? Ja, ist natürlich wieder ein Endspiel, wieder ein sehr wichtiges Spiel gegen Erfurt. Und da müssen wir alles wieder die Tugenden abrufen, die wir in den Heimspielen zuvor auch abgerufen haben und bin ich guter Dinge. Alles klar, vielen Dank für das Interview. Guten Heimweg. Ciao.